Wie schmeckt der Kaffee mit der Aussicht? Die Aussicht ist gut, der Kaffee ist okay. Hast du probiert? Ja. Ja, okay, der war auch nur... Also der Kaffee ist auch ehrlich gesagt nur Show. Ich mache gleich nochmal einen richtigen, wenn du willst. Also den habe ich nur für die Show gemacht. Ich habe jetzt nicht aufs Measurement geachtet. Er wird wahrscheinlich relativ stark oder relativ schwach sein. Ja, schwach. Okay, aber darum soll es nicht gehen. Willkommen im Sumba Kima Hill Retreat, beziehungsweise in Sumba Kima / Pemuteran. Wir sind im Nordwesten, richtig? Ja. Ja, Nordwesten Balis. In dieser Region waren wir noch nie. Wie man sehen kann, sehr viel Natur und eine gute Aussicht auf jeden Fall von hier oben. Und genau deshalb sind wir auch hier. Also einmal, um die Aussicht zu genießen, um diese Unterkunft zu genießen mit euch. Aber vielmehr, um diese Region zu genießen, weil sie ist relativ unerkundet natürlich. Wir waren, wie gesagt, noch nie hier und wir kennen auch kaum Leute, die schon mal hier waren, oder? Ich kenne auch niemanden, ne. Ist irgendwie mit ausgelassen. Ja, und deswegen sind wir gespannt, was wir erwarten hier und was uns hier erwartet. Wir gehen auf jeden Fall heute direkt gleich in ein, zwei Stunden Kanu fahren. Da gibt es so eine Insel auch, auf die man fahren kann, wo glaube ich nur Sand ist, also so eine kleine Sandbank, was auf jeden Fall mega cool wird. Und die Bucht hier soll schön sein. Dann gibt es da drüben in Pemuteran, also in die Richtung ungefähr, gibt es noch ein Turtle Sanctuary und es gibt so Unterwasserstatuen bzw. so ein Korallenwiederbelebungsprojekt, was wir uns auch angucken. Und ja, dann schauen wir uns an, was wir hier sonst noch so erleben können. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hier sind, weil wie gesagt, wir waren hier noch nie. Und ja, damit viel Spaß und herzlich willkommen in dem Video. So ihr Lieben, wir fahren jetzt gleich zum Kanufahren unten in die Bucht. Und was ich nochmal sagen wollte ist, also hier hinter uns, da wohnen wir und da sind auch noch, ich weiß gar nicht wie viele Villen die haben. Wir haben gefühlt 10, 20 übelst gestörte Villen und direkt hier neben, also es ist quasi da, gibt es links zu den Villen rein und direkt hier neben sind halt die Einheimischen und leben in ihren kleinen Häuschen. Da ist noch so eine, fast schon eine Bambushütte. Ich muss sagen, dass ich mich immer so weird fühle, wenn ich in so einem fancy Hotel wohne und direkt daneben man halt sieht, wie einfach hier die Leute wohnen. Ich komme mir irgendwie so falsch und fehl am Platz vor. Ich denke mir so, was müssen die denken, was ich für ein Rich Kid bin irgendwie, der hier in seiner Luxusvilla wohnt. Okay, hallo. Der folgt mich einfach. Okay, was ich einfach sagen wollte, ist, ich fühle mich manchmal weird, wenn man in so einem super fancy Hotel wohnt und sieht daneben direkt, wie einfach hier die Leute wohnen. Und ich mag es irgendwie mehr, so das Gefühl zu haben, so einer der Locals zu sein oder sich irgendwie so auf der gleichen Wellenlänge mit denen zu bewegen, als dass man so das Gefühl hat, okay, wir sind so die reichen Weißen und die sind so die armen Indonesier. So will ich es überhaupt nicht. Das mag ich gar nicht, das Gefühl. Ja, aber vielleicht bin das auch nur ich oder sind das nur wir und vielleicht fühlen sie sich auch gar nicht so, aber ja, ich finde es manchmal komisch, wenn man in so einem super schicken Hotel wohnt. Good morning. Ja, okay, wir fahren jetzt los. Let's go. Okay, wir sind da. Jetzt brauchen wir nur noch unser Boot. Pagi, pagi. Pagi, selamat pagi. Ah. Pagi. Apa kabar? Ah, baik. Dan kamu? Baik. Baik. Baik juga. Iya. Und da sind wir wieder auf unserer Zweitlieblingsbeschäftigung auf der Welt, auf dem Kajak. Elle paddelt einfach wieder. Boah, hier sind richtig viele Seeigel. Yes! Ja. Also wir haben heute auch einen Guide dabei. What's your name? Yeah. What's Kadek. Kadek, nice to meet you. Adelina. And Dominic. Dominic. Yeah. I'm sorry, I'm fully to speak English. No problem. Okay, wir paddeln jetzt Richtung kleine Insel, beziehungsweise Elle paddelt. Ich paddel noch nicht so viel. Der Wind kickt rein, würde ich sagen. Es wird hardcore. Aber es ist voll schön hier. Ich weiß nicht, ob ihr die Landschaft hier hinter mir seht. Die Berge und so, mega schön. Da hinten sieht man auch den Nijen. Vulkan waren wir schon mal drauf, ich war sogar schon zweimal. Einer der coolsten Vulkane, auf dem ich jemals war. Also wenn ihr hier in der Nähe seid, könnt ihr euch überlegen, nach Java rüberzufahren. Das dauert nicht lange. Und den Nijen zu besteigen, es lohnt sich mega. Ja, aber jetzt sind wir hier und jetzt fahren wir da auf die kleine Insel. Ich bin gespannt, ob wir drauf kommen, weil es ist relativ low tide. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen laufen. Mal gucken. War mega cool hier. Das ist krass, so krass, wie vielseitig Bali einfach ist. Einfach nur verrückt. Okay, wir sind jetzt in der Nähe von der Insel und hier wird das Wasser schon mega flach. Hier sind auf jeden Fall übrigens viele See. Wie nennt man das? Seeigel. Aber auch viele Seesterne. Und
ihr könnt ja unter Wasser mit der Kamera, deswegen zeige ich euch jetzt mal die Seestellen. Die sehen jetzt geil aus, schon von hier oben. Irgendwie witzig hier, oder? Ja. Ist vertrocknet. Hä? Vertrocknet. Ich glaube, du musst lauter sprechen, das ist sehr windig. Vertrocknet! Ja, ist wie vertrocknet, obwohl hier eigentlich auch manchmal wahrscheinlich mehr Wasser drauf ist. So vertrocknet kann es nicht sein. Aber guck mal, also die Palme ist der Trockenheitsmesser. Ja, okay. Dann würde ich sagen, vertrocknet. So, wir sind jetzt nochmal unterwegs, die Insel erkunden. Mal gucken, was wir hier so finden. Vielleicht eine Village oder so. Oh, eine Schaukel. Was macht die denn hier? Boah, hier ist richtig trocken. Hier ist einfach... Hier ist bestimmt nie Wasser gefühlt, oder? Also guck mal, wie das aussieht. Chillig. Ich würde drauf springen. Ich hätte übel Angst, dass es zusammenbricht. Wieso? Weil das hier nicht mal drin ist, sondern dann so hängt. Oha, sieht das cool aus, ey. Aber es ist cool. Man schaut eigentlich auf den Ijen. Man sieht ihn zwar nicht ganz, aber theoretisch wäre die Aussicht nice. Okay Leute, wir haben es am Strand geschafft nach Pemoteran. Das ist so 10 Minuten oder so von da, wo wir eben waren. Und wie man sieht, ist genau wie in Ahmet hier, also sehr, sehr ruhiges Meer, was natürlich nice ist, wenn man schwimmen will. Und hier sind auch irgendwo diese Korallen und dieses Riff-Wiederbelebungsding ist direkt hier im Wasser irgendwo. Also da gehen wir auf jeden Fall gleich rein, beziehungsweise ich, der kann ja noch nicht, weil ihre Ohren explodiert sind. Und hier ist das Turtle-Ding. Wear your mask, wash your hands. Mal gucken, wie ernst sie das nehmen, aber das würden wir uns gerne anschauen, würde ich sagen, oder? So sehen wir aus. Corona Protocol. Kannst du da mal drücken? Ja. Thank you. Oh, so many. Yes, we have many at the moment. Oh my god. Sieht so fein. At the moment we have more than 400 baby turtles. More than 400? Yes. Wow. Oh. And for this year, around 842, you have the numbers there. Ah, ja. Yeah. Okay, also die sind jetzt ungefähr einen Monat hier alt. And, like, why do you, you take the eggs to, like, save them? Because in, on the beach, yeah. Normally animals, like dogs or other animals, ah, yeah. Will eat the eggs. But okay. Even for some local people, they can take the eggs and maybe they will. Ah, okay. Yeah, or sell it at the market. Ah, so they bring to you and you give them money? Yeah, we give them reward. That's why we ask for donations. Okay. We can, reward the people who found eggs or people who found the big turtles. Mm. Maybe they are, sometimes they are trapped in the net. Ah, yeah. And then we, they can't, they don't have to sell it to the market, but they can bring it here. Yeah, yeah. There's an active baby. Und dann ausgewachsen. Wie groß die werden, ist wohl normal. Around 14. 14? Ah, okay. Not super old. And they can... Die ist so wie ein Gilly, you know, ne? How old they can be? Some say can be more than 50, 100 or 150. Ah, yeah. Maybe depend also on the turtle. Yes. This is then what they eat, if they eat a lot of plastic. Yeah, then they don't get old. No. For the male, they have long tail. For the female, the tail is very short. So this is male. Yes, that's male. But for the baby, we don't see. Okay, also falls euch wundert, warum wir hier die Schildkröte, die Fette festhalten, die ist wohl
als das war ein Haustier sozusagen von einem Local Jungen und die kann jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der Wildnis überleben, weil sie es nie gelernt hat und deswegen hängt die jetzt hier ab. Ja, aber ansonsten ist es wohl eine nötige Sache hier, um die so viele Schildkröten wie möglich ins Meer zu lassen. Ja, und jetzt gehe ich ins Meer, denn ich möchte die Unterwasserwelt erkunden. So ihr Lieben, wir sind wieder zurück in the Villa und schaut sich übrigens nochmal an, wie sie von außen aussieht. Das ist einfach so ein Riesenteil und was wir gerade erfahren haben, was mindestens 1000-mal größer ist als diese Villa, ist das ganze Areal hier. Ich weiß nicht, wie viel Hektar Land der Besitzer gekauft hat, aber das ist riesig und das ist sowas ähnliches wie da, wo die Villa Chibo in Lombok steht, also so ähnlich wie Tampa Hills. Und zwar gehört jede Villa, die hier auf diesem Areal steht, einer Person, also ihr könntet auch hier Land kaufen, was hinbauen und dann das halt vermieten oder halt einfach selber da wohnen. Und ja, wir fahren gleich mal hier lang, damit ihr mal seht, wie riesig das ist. Das ist so krass. Und dann fahren wir ja quasi auf die andere Seite Richtung Sonnenuntergangsview. Und da ist auch ein mega krasser Pool und ja, also wir sind echt geflasht, was hier abgeht. Es geht los. Ja, ihr seht richtig, wir müssen mit dem Roller dahin fahren. Seid gespannt. Wie ihr seht, hier blüht das Leben einfach. Hier sind wir. Schaut euch diesen gestörten Pool an. What the fuck? Also hier sind ja auch noch ein paar Villen, wie man sieht. Ne? Da sind zwei, drei, bestimmt fünf Stück. Und hier sieht man nochmal den Kontrast, finde ich so krass, weil hier sind die Dörfer halt direkt daneben. Da leben wir hier und sogar hier einfach geisteskranke Villa und dann so ein Dorfhäuschen. Ist irgendwie komisch, oder? Ja. Also irgendwie wieder witzig, wie wir hier gelandet sind. Ich wusste davon gar nichts, weiß nicht, wie gut du dich vorher damit auseinandergesetzt hattest. Wir haben nur gesehen, voll die schönen Unterkünfte, da wollen wir mal schlafen, wenn es irgendwie klappt. Ja, mit so einer geilen Aussicht und halt in der Ecke, wo wir noch nie waren. Und genau, uns, ja, perfekte Kombination. Jetzt sind wir hier gelandet, haben wieder was Neues dazugelernt, mega interessant für uns auf jeden Fall. Also wenn es dann irgendwann mal cashmäßig läuft, wenn ihr ordentlich unsere Presets kauft, Spaß, dann kaufen wir uns hier auch was. Nee, ich glaube, hier würde ich mir nichts kaufen, weil es mir zu weit weg von den Surfspots wäre. Ja. Also hier ist halt nichts. Es ist super schön und es ist auch nichts, was positiv ist, aber so hier wäre halt langweilig, ne? Auf Dauer. Ja, wissen wir nicht, was man macht. Nee, kann nicht sein. Naja, aber wir genießen jetzt hier noch den Sonnenuntergangsview und dann sehen wir euch im nächsten Video, würde ich sagen. Wir machen morgen noch einen Track hier durch die Berge hinten. Soll wohl ganz cool sein. Ich hoffe, da hinten ist ein bisschen grüner als hier. Und ja, das wird auf jeden Fall auch nice. Vielleicht fahren wir noch auf die Manjagan Island, bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich sehe sie sogar von hier. Das soll einer der Schnorchelparadiese sein. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch klären. Ansonsten fahren wir dann weiter nach Medewi. Machen wir auch noch ein Video. Also es wird einfach nur eskalativ nice. Ja. Gut. Gut. Schöne Grüße. Genau. Lasst gerne Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, die Abonnierung. Deabonniert. Los. Nee, den Abonnierungsbutton zu drücken. Und auch gerne die Glocke. Dann verpasst ihr nichts, wenn was Neues kommt auf diesem Alles Kanal. Alles klar. Und wir freuen uns, dass ihr da wart. Tschüss.